Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Elektrisches Feld, Kondensator sprechen wir. Das letzte Mal haben wir gesprochen, was passiert, wenn man Kondensatoren hintereinander schaltet. Serienschaltung oder Reihenschaltung war das Thema des letzten Videos, sind wir drauf gekommen. Kapazität wird insgesamt weniger interessanterweise. Heute schauen wir uns an, was passiert bei Parallelschaltung von Kondensatoren, also wenn man Kondensatoren nebeneinander hinschaltet. Ich habe das wieder aufgezeichnet. Also wir haben folgende Situation, wir haben eine Spannungsquelle, wir haben eine Parallelschaltung von mehreren Kondensatoren, in diesem Beispiel drei, wir werden das nachher wieder extrapolieren, also erweitern gedanklich auf mehrere, und wir wollen diese Parallelschaltung der Kondensatoren durch einen gedachten Kondensator ersetzen, ja, der genau die gleichen Eigenschaften hat. Ja. Also das I da ist das gleiche, das O0 ist das gleiche. Wie funktioniert das? Was kriegen wir da heraus? Zuerst schauen wir es einmal an. Ich meine, dieses Mal gibt es einen Strom, der teilt sich in verschiedene Ströme auf. Und schauen wir mal da. Das nehmen wir als Knoten hier. Ganz cool. Wie gesagt, wir können einen Knoten formen, wie wir wollen. Knoten 1, Knoten 1, was kommt da raus? Ja. Was rinnt hinein in den Knoten? Hinein rinnt I. Ja. Und heraus kommt, also sonst rinnt nichts hinein und der Rest kommt da raus. I1 plus I2 plus I3. Okay? Haben wir das. Dann multipliziere die ganze Sache auch noch ganz cool mit einem T. Ja. Ich darf ja mit einer Konstanten links und rechts multiplizieren. Wenn ich links mit t multipliziere und rechts mit t, t soll übrigens die Zeit sein, schaut das Ganze so aus. I mal t ist gleich I1 mal t plus I2 mal t plus I3 mal t. Ja? I mal t ist aber nichts anderes wie die transportierten Ladungsmengen. Ja, also da haben wir, ja, das ist die Ladungsmenge Q1, auf das ist der Kondensator aufgeladen, das ist die Ladungsmenge Q2, das ist die Ladungsmenge Q3. Ja, und insgesamt haben wir die Ladungsmenge Q. Ja, die muss natürlich da auch drin sein, dem gedachten Ersatzkondensator. Insgesamt wird also die Ladungsmenge Q zugeführt, das ist das. Ja. Und das ist das, was den Kondensator 1 zugeführt wird, Q1 plus Q2 plus Q3. Okay? Die gesamte zugeführte Ladung ist also die Summe der Einzelladungen. Sehr logisch. Ja? Also jeder Kondensator lädt sich auf eine gewisse Ladung auf. Passt. Ja? Was wissen wir noch? Schauen wir uns an die Spannungen. Ja? Wir haben gesagt, Spannungen sind Potentialdifferenzen. Wir haben das auch schon gesagt bei der Parallelschaltung von Widerständen. Ich habe hier oben ein Potential, ich habe hier unten ein Potential. Die Potentialdifferenz zwischen hier und hier ist immer gleich, egal ob es jetzt hier, 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 wurscht. Ja? Es gilt nämlich also, U0 ist gleich, U1 ist gleich U2 ist gleich U3 ist gleich U. So ist gleich. Die ganzen U's sind gleich. Ist logisch, ja, weil es die beiden Punkte miteinander verbinden. Ja. Und natürlich gilt weiterhin unsere Formel Q ist C mal U. Ja, das gilt ja. Und wenn ich das jetzt da einsetze, für jedes Q, C mal U, mit dem entsprechenden C, ja, dann, das Q, haben wir gesagt, war C mal U. Ja. Bin wieder da. C mal U ist gleich. Und da haben wir dann Q1 ist C1 mal U1 eigentlich. Plus C2 mal U2. Plus C3 mal U3.
Das ist einfach die Q durch die U's entsprechend U's ersetzt. Jetzt nehme ich diese Bedingung her, dass alle U's gleich sind. Ja? Jetzt kann man da praktisch schreiben, C mal U, da bleibt das U, ist gleich C1 mal U, das ist das gleiche U, plus C2 mal U, plus C3 mal U. Und jetzt dividiere ich durch U. Ja. Was übrig bleibt, ist C ist gleich C1 plus C2 plus C3. Und wenn ich das jetzt mehrere Cs gehabt hätte, kann ich noch das zuschreiben plus C4 plus Punkte, Punkte, Punkte plus Cn. Also das wäre praktisch die Formel für viele verschiedene Cs. Eine Kapazität oder mehrere Kapazitäten parallel geschaltet, ja, addieren sich also. Ja, das heißt, wenn ich einen größeren Kondensator brauche, kann ich auch mehrere Kondensatoren parallel schalten. Passt. Ja, die laden sich zwar unterschiedlich auf, wenn sie unterschiedliche Kapazitäten haben, weil sie laden sich ja alle auf die gleiche Spannung auf und deswegen gibt es halt unterschiedliche Ladungen da drinnen. Ja, aber die Kapazitäten des Ersatzkondensators kann man einfach addieren. Okay? Parallelschaltung von Kondensatoren macht die Kapazität größer. Das ist wie wenn man mehrere Kübel nebeneinander hinstellt. Da kannst in jedem Kübel kannst du vollfüllen. Passt. Ja? Überlegen wir uns das nur mal mit Plattenkondensatoren. Ja? Also wir haben sich das ja auch das letzte Mal mit Plattenkondensatoren überlegt. Schauen wir sich da folgende Situation an. Wir haben hier einen Plattenkondensator und wir haben hier einen Plattenkondensator. Die zeichnen das extra so unterschiedlich ein. Warum, werde ich gleich erklären. Ja? Es wäre bitte nämlich folgendes. Das da ist jetzt unser C1. Ja, das da ist unser C2. Okay? Parallelschaltung. Der hat den Plattenabstand D. Und der hat den gleichen Abstand D. Okay? Also beide haben den gleichen Abstand D. Was jedoch unterschiedlich ist, der hat hier die Fläche A1 und der hat hier die Fläche A2. Okay? Und wir wissen ja die Formel eines Kapazität, also wenn wir so C1 ausrechnen, ja, dann ist es ja A1 mal den Epsilon, Epsilon soll auch gleich sein, sagen wir, dividiert durch D. Ja? Und C2 sind A2 mal Epsilon durch D. Was ist jetzt die Gesamtkapazität? Ja? Nehmen wir diese Formel her. C ist gleich C1 plus C2, ja, das ist also A1 mal Epsilon dividiert durch D plus A2 mal Epsilon dividiert durch D. Ja. Epsilon durch D kann ich außerheben, dann steht da A1 plus A2 mal Epsilon dividiert durch D. Da kann ich ja schreiben A mal Epsilon durch D. Es passiert also Folgendes. Es sieht so aus, wie wenn der Kondensator praktisch jetzt eine größere Fläche hätte. Ja, eine Gesamtfläche A ist ja die Summe der Teilflächen. Ich kann das auch praktisch, wenn ich das einzeichne, nur mal, ich schiebe die einfach zusammen. Ja, das ist der C1. Da ist gleich anschließend ist der C2. Ja, jetzt habe ich das da so schief gezeichnet eigentlich, aber ist egal. Ja, also da ist praktisch eine, das ist schon verbunden, das ist der C2 da drüben, ja. Weil ich meine, die obere Platten ist mit der oberen Platten verbunden, da kann ich die Platten hier gleich zusammensetzen, ja. Das heißt, im Prinzip schaut das aus wie so ein großer Kondensator, ja, der einfach die Fläche A1 und die Fläche A2 gemeinsam hat, also da ist der C, okay.
So kann ich mir das vorstellen und merken, ja, dass die Kapazität einfach größer wird. Einfach weil die Plattenfläche größer wird. Ob es jetzt wirklich ein Plattenkondensator oder ein Wickelkondensator oder was, ist vollkommen egal. Ja. Hauptsache es sind Kapazitäten, es sind Kondensatoren. Ja, Parallelschaltung von Kondensatoren. Jetzt wissen wir, was ein Kondensator ist. Wir wissen, wie er funktioniert ungefähr. Wir wissen, dass er sich aufladen lässt. Wir wissen, dass er, wir wissen, wie die Serienschaltung von einem Kondensator sich verhält. Wir wissen, wie die Parallelschaltung eines Kondensators sich verhält. Das nächste Mal werden wir versuchen, jetzt etwas genauer zu analysieren, wie verhält sich leicht Strom und Spannung an einen Kondensator. Ja? Wenn ich den jetzt anhänge, ja, da rennt irgendein Strom durch und irgendeine Spannung, kann ich diesen Zusammenhang mit Hilfe der Kapazität irgendwie beschreiben. Ja? Das nächste Mal geht es nämlich dann um einen Kondensator im Gleichstromkreis. Ja? Das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Wie verhält sich ein Kondensator prinzipiell in einem Gleichstromkreis? Da haben wir ein bisschen was ableiten, eine Differentialgleichung. Nächstes Video. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.